Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play JoJo's Incredible Adventure. Wir sind immer noch hier im ersten Dungeon, wo ich am letzten Part schon extrem gefailt habe. Also von wegen, ich bin zu doof, den richtigen Weg zu finden. Aber das kennen wir ja schon. Das seid ihr von mir gewöhnt. So, wir müssen jetzt mal schauen. Ich glaube, hier ist der Rückweg, genau. Der ist markiert. Wo waren wir denn schon? Waren wir rechts davon? Da waren wir jetzt schon zum dritten Mal, ja. Gegenüber, ja. Also hier. Ja, tatsächlich. Nach 100 Jahren habe ich es gefunden. Das ist irgendwie interessant oder creepy. Ich weiß auch nicht. Ein Bett. Wetten, es passiert sofort was, wenn ich aufs Bett springe. What the heck? Okay, wir werden ein bisschen angegriffen. Boah, vor allem, ich sehe wirklich nur rote Augen, ne? Weil mir nicht so hell habe und ich habe die Lampe weggesteckt. Ich glaube, das war nicht so schlau. Aber die Musik, das ist ganz cool gemacht. Also ich sag ja, da sind schon coole Ideen. Oh, ich werde sowas dann drauf gehen. Boah, wie heftig ist das bitte? Wie viele Spinnen sind das? 10? Ne, mehr. Okay, die erste ist down. Zweites auch down. Ich brauche die Herzen. Ja, okay, wir können es vielleicht auch noch schaffen mit den Herzen. Vor allem, weil die meisten Spinnen nicht mehr so viele Hits aushalten. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch. Oh, es ist noch nicht vorbei. Ich dachte gerade, ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch schaffen, aber. Noch ist es nicht vorbei. Oh Mann, ah, das ist so fies am Anfang. Wenn die alle noch viele Leben haben, dann hittet man die nämlich immer alle nur einmal an und dann sterben die nicht. Aber jetzt müsste bald vorbei sein hier. Komm, kratz ab, Mann. Das wird so ekelhaft. Blöden Viecher. Aber manchmal geben die auch keine Herzen, sondern nur so anders Scheiße. Oh oh. Komm, es sind noch zwei Stück oder so. Eine! Er wollte mich verarschen, wie lange geht denn das hier? Also langsam kann ich echt Beschluss sein. Vor allem habe ich langsam keine Leben mehr. Hallo, hör doch mal auf! Wie unfair ist das bitte? Ja, Junge, raste nicht aus. Das ist mega unfair. Vor allem, weil die keine Herzen mehr droppen. Drecksviecher. Ja, da ist ein Herz, aber ich krieg's nicht. Ich muss durchs Bett gehen. Gib mir die Herzen. Jawohl, das war wichtig. Aber wenn hier nochmal so 10 Millionen Spinnen kommen, also was weiß ich. Ja, da kommen echt nochmal neue. Hallo, wie lange geht es? Ich glaube, ich baller einfach drauf jetzt. Ja, auch ohne Taktik zu kämpfen. Ich meine, wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Weil sonst dauert mir das zu lange. Aber es scheint eigentlich zu klappen. Krass, wollte immer Herzen droppen wahrscheinlich. Hallo? Sind das irgendwie unendlich viele? Muss ich mich töten lassen? Soll man hier sterben eigentlich? Das ist jetzt schon der 5. Durchgang, glaube ich. Das ist irgendwie ein bisschen krass. Also. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie. Ich glaube, ich lasse mich gleich echt mal killen. Das ist echt krass, wenn man so lange überleben muss. Nee, komm, ich glaube, ich lasse mich mal töten. Das scheint mir irgendwie ein bisschen komisch hier. So, you wanna sleep? Ja, okay. Let's play a bit then. Okay, lass uns ein bisschen spielen. Versuch hier rauszukommen. Oh, wartet. Ich mach's mal meine Lampe aus. Okay, also, er hat scheinbar nicht damit gerechnet, dass man es schafft, die ganzen Spinnen zu erledigen. Aber ich bin natürlich zu krass für ihn und deswegen habe ich es trotzdem geschafft. Ja, also ich fand es eigentlich, es ging wirklich. Vor allem war es irgendwie leichter, wenn man sich in die Ecke gestellt hat und einfach da drauf gehauen hat. Das fand ich irgendwie das Interessante. Oh. Change my mind. Come here. Ja, was ist das hier? Was heißt hier? Wo ist hier? Der ist ja lustig, der Typ. Nö, wo bist du?
No, no, I want you to come here, actually. Also, du sollst bitte hierher kommen. Hierher, okay. Hi, hi, doch getrollt. Komm hierher, Mann. Bist du für ein Spaß? Der Richtige war der erste Platz, Mann. Du bist so ein Vollidiot. Ich habe noch niemanden so behinderten gesehen. Ja, komm, raste nicht aus, Mann. Ich habe deine ganzen Spinnen alle kalt gemacht, also halt die Schnauze. So, und jetzt sowieso. Ja, du bist zu dumm für mich. Ja, ich weiß ja nicht. Komm, hau jetzt ab. Würde ich, wenn ich darf. Aber ich darf nicht. Was? Habe ich einen Key bekommen? Ich brauche doch den Key. Hä? Aha! Oh, ich dachte, jetzt wäre hier der Key drinne. Nein! Egal, wir kommen wieder zurück, glaube ich, oder? Was ist hier? Aha. Ach, hier ist der Key. Jawohl, okay, doch. Oh, dann ist alles gut. Ich dachte jetzt nämlich schon, dass wir den Key nicht kriegen. Und dann hätte ich nämlich keine Ahnung gehabt, wo sonst. Okay, dann müssen wir jetzt hier hin. Geil. Okay, schon wieder so ein Spiel. Ach so. Das ist ja cool. Jetzt sind wir nämlich hier durch diese Teleporter-Geschichten. Geil. Ja, ich dachte, wie gesagt, dass man eigentlich den Dings durchwerfen kann, den Boomerang, und dann so rumspielen muss. Aber so ist es gar nicht. Und jetzt kommen wir zum Boss, wie es aussieht. Oder? Ah, da unten. Und hier ist bestimmt wieder alles voll. Ja, komm. Machen wir es einfach, wie man es machen soll wahrscheinlich, und kaputt. Okay, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann wirklich, Leute, da kommt jetzt der Boss. Auf geht's. Ein großer Kampfraum und wir spielen gegen Venerable Slime. Mein Lieblingsboss, oder? Achso, nein. Doch, mein Lieblingsboss. Oh ja, ich kann mich noch so gut an ihn erinnern. Aber er ist hier das erste Mal drin, von daher voll okay. Aber das ist wirklich der Boss, den es am häufigsten in AdventureCraft gibt. Bin mir sicher. Aber der ist cool. Vor allem, weil ich ihn jetzt lange nicht hatte. Ich glaube, war ein Cube drin. Aber wenn dann einmal. Eine obere Zeit war auf jeden Fall nicht dran, ne? Und ja, er kam halt 100.000 Mal in dieser Herobrine-Geschichte vor. Das war extrem nervig. Die Mucke ist geil. Woher ist denn die? Ja, ich kenne. Also wenn das jemand von euch weiß, schreibt mir das gerne. Das würde mich jetzt schon interessieren. Woher die Mucke kommt. Die ist cool. Mann, jetzt gehen wir abkratzen hier. Ah, das ist gar nicht so leicht. Also, der ist auch besser gemacht als in dem Secret of Herobrine. Da war er ja wirklich immer dahin gekotzt. Und Zombie ist nicht schlecht, aber hier ist er echt stark. Schön. Gut umgesetzt. Ich glaube, der hat die Zeit ein bisschen angepasst von dem. Und der Raum ist halt auch ganz so ein bisschen fies. Also, ja, ist schon cool. Also, ist auf jeden Fall gut gemacht. Viel besser als in der Herobrine-Geschichte. Vor allem kam er da halt 100.000 Mal vor, das war das Schlimme. Ah, jetzt komm! Nein, als ob es nicht gezählt hat. Ja, Treffer für mich. Okay, jetzt ist er einfach. Jetzt nur noch der Kasslein. Ja, der hat es schon in sich gehabt. Also ich bin fast abgekratzt einmal. Gar nicht schlecht. Und der Dungeon hat mir echt gut gefallen. Einziger Kritikpunkt von mir wäre vielleicht, dass er ein bisschen zu kurz war. Aber vom Schwierigkeitsgrad echt gut. Die Rätsel waren teilweise echt schwer, fand ich. Also schon cool. Auf jeden Fall ein gelungener Boss, ein gelungener Dungeon. Ja. Für mich auf jeden Fall ein gelungener Dungeon. Sehr gelungener Dungeon. Exit, da geht's raus. Okay, was bist du für einer? Wer bist du denn? Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das hier lebendig übersteht. Aber lass mich selbst vorstellen. Lass mich selbst vorstellen. Ich bin der Leiter vom Racist Club. I came here to get research on this. Also ich bin hierher gekommen, um ein bisschen was zu machen. Okay, ja, also. Warte mal. Also der kam halt hierher, um ein bisschen was über den großen Baum rauszufinden, um ein bisschen Recherche zu betreiben. So, und dass du hier bisher, es bisher geschafft hat, zeigt, dass du dir
es verdient hast, den Pass zu bekommen. Geil. Wer bist du, Pet Ghost? Ah, du bist der Scheißtyp von früher. Ach, der ist das. Ich bin der Geist des Racist Group Leaders. Ich habe einen Spaß mit dir gehabt. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Arschloch. Was ein Assi. So, was ist das? Ah, cool, eine Uhr. Ja, ist cool. Okay, dann können wir jetzt wieder gehen. Ja, das war der erste Dungeon. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich fand den echt cool. So, 16:47 haben wir jetzt bei mir auf der Uhr. Das heißt, wir haben noch Zeit. Gut. So, wow. Okay, man fällt direkt runter. Krass. Was haben wir hier? Gut ausgeleuchtet ist es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Racist Club ist mir echt ein bisschen suspekt. Also ich weiß nicht, ob ich da wirklich beitreten will. Hallo. Ach, der Typ schon wieder. Ich bin's schon wieder. Ja, ich weiß. Hast du gemerkt. Wie ich gesehen habe, hast du den Anführer vom Racist Club gefunden. So, nun wo du jetzt hier reingekommen bist, will ich, dass du noch was anderes für den König erledigst. Aber zuerst musst du etwas finden. Die Resists, also kennen sich gut mit explosiven Sachen aus. Geh zu dem Anführer von denen, also zum Bürgermeister, und hol dir eine Bombentasche. Ich weiß, es macht doch keinen Sinn, aber ich werde später mehr erklären. Also wenn du nochmal nachfragst, dann ja, zerschnitzel ich dich mit meinem Schwert. Ja, komm her, Alter. Mach dich kalt. Okay, und ich habe mich immer verlesen. Das heißt gar nicht Racist Club, sondern Racist Club. Also das A ist weggelassen. Also es ist nur so eine Anspielung. Aber ist trotzdem ganz cool. Ja, hier ist Town. Hübsch. Okay, wir sind Upper Footbridge. Wie sieht der denn aus? Hallo, junger Mann. Ja, genau, Mustache, ich wollte gerade sagen. Ich bin Mustache, man. For Generations, also für Generationen, haben wir diese, haben wir hier Care of the City gezockt. Okay, wir brauchen Geld, um die kaputte Brücke zu reparieren. Okay, du musst einfach jedem meiner Brüder ein bisschen Money geben. Ja, genau, also... wenn ich dir, wenn du denen das Geld gibst, dann zeige ich dir, wie du auch so einen richtig geilen Schnurrbart wie ich kriegst. Also ihr seid so geil. Ne? So einen geilen Bart. Ja. Das ist doch mal ein tolles Geschenk, oder? Okay, du bist ein Resist. If you jump into this hole, I'll give you money. Okay. Krieg ich Geld? Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht, aber ich kann respawnen. Das ist mein Trick. Geil. Du bist ein vollkommen verrückter Junge, aber hier ist dein Reward. Also hab ich echt was. Oh, aber ich hab richtig viel bekommen, ne? Nice. Achso, nein, achso. Okay, doch nicht so viel. Hä, woher? Habe ich damit die 8 Münzen dann? Keine Ahnung, egal, ich find's gut. Hä? Wer klopft? Ich klopf. Nee. Ja, keine Ahnung, was du singst. Ich meine, ich könnte es ja erraten, ne? Wenn ihr wüsstet, was sie gesungen hat, schreibt's in die Comments. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bist du vor einer. Bist du der Mailman? Hier ist meine Mail. Ja, nee, bin ich nicht. Ich bin nur ein... Was ist das für ein Sound? Wow. Aber wie immer der Boden einfach wegfällt. Was ist denn das? Okay, der will mich punchen. Das ist ein Arsch. Und jetzt geht der Boden wieder weg, oder was? Nee. Passiert einfach gar nichts. Nee, ah, das... Hä? Warum kann man das wieder zumachen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Hä? Das ist irgendwie gebuggt. Also das ist irgendwie komisch.
Das ist vor allem zu. Nee, warte, ich muss wieder aufmachen. Nee, also, nee, das ist irgendwie komisch. Also das hier finde, mit der Tür finde ich ganz cool. Dass man die so aufmachen kann. Aber irgendwie, das ist trotzdem komisch. Weiß nicht. Was zum Teufel? Das ist schon wieder so ein Mustache-Typ. Aber irgendwie diesmal etwas komischer. I like to walk in this town, purified of all foreigners' escalations. Ja, okay, also der läuft hier gerne rum. Viel Spaß. Okay, das ist hier ein älteres Mitglied. Also auch schon als ich jung war, habe ich immer Angst gehabt, dass mal die Brücke kaputt gehen wird. Die ist doch gar nicht kaputt, oder? Ich meine hier, seht es euch an, die ist doch nicht kaputt. Oder meinen die das Teil? Ja doch, ah nee, die meinen das hier. Okay, das ist tatsächlich kaputt. Hm? Da wollen sie mir Geld abknüpfen, das habe ich ja schon mitbekommen. Ein bisschen Geld, ja, ist gut. Also ich meine, ich kann denen das Geld aus den Kisten klauen und dann denen das Geld zurückgeben für die Brücke. Das ist doch mal ein Deal. Ist hier ein Secret? Nein. Ah. You enter people's houses just like that. Do you think you can do whatever you want? My husband is a god. Watch out. Also, denkst du, du kannst machen, was du willst hier? Ja, denke ich schon irgendwie. Und sie hat mir damit angedroht, dass ihr Mann eine Wache ist. Aber meinetwegen, dann soll er ruhig herkommen. Ich meine, ich habe ein Eisenschwert. Also bitte. Er soll nur herkommen. Was ist das für eine Musik? Nein, das ist diese Frank-Musik aus Earthbound. Oh Gott. Ey, das ist so richtig. Das ist diese Trollmusik vom Herrn. Oh Leute, das ist Franks Thema. Okay, was gibt's zu tun? So, will you wanna play? Hi, hi. Okay, was muss ich machen? Ich muss darüber gehen bis zum Ende. Was zum Teufel, was ist denn das gestörtes? Geht es auf Zeit? Ich glaube nicht. Ja, don't panic, der ist lustig, der Typ. Boah, die Musik ist geil. Die ist echt cool. Also diese Frank-Musik, das war ein kompletter Kontrast, weil ich finde die Musik ganz schön... Das ist so eine Trollmusik, ne? Wow! Alter, der Typ mit seinen Kommentaren, ne? Pass auf, Mann! Schaffen wir es? Voll die epische Musik. Ah, das war hoch! Halt die Schnauze, Mann! Wow, das war wirklich knapp gerade mit dem Kackblock da. Okay, ich geh mal runter. Ist da irgendwas? Nee. Wow, das war wieder knapp. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Leute, der hat schon lange keinen Kommentar mehr gebracht. Ich vermisse es nicht. Okay, was machen wir jetzt? Ja, das ist, glaube ich, gut, oder? Ja, jetzt kann ich mich da hoch. Oh. Ist das alles wirklich, ist das wirklich wert? Die Musik. Da gibt es so wenig zu gewinnen und so viel zu verlieren. Hm, das stimmt. Ist ja richtig dramatisch gemacht. Hm, aber ich habe es geschafft. Ja, gut gemacht. Hier ist dein Reward. Bist du jetzt glücklich? Ja, schon. What the fuck, wie viele Herzteile waren das? Habe ich ein neues Herz bekommen? Nee, ich glaube nicht. Yeah. Okay, also fürs nächste brauche ich einen größeren Köcher. Aber cool, es ist so eine Minigame-Halle. Also die Musik ist halt die größte Trollmusik vom Herrn. Das ist dieses Franks-Thema, ich habe schon gesagt, aus Earthbound. Aber naja. Oh, was sagst du alles? I had to exterminate a few foreigners to have the passes. Sometimes the vision of their corpses still appears in my dreams. Alter, also sie musste ein paar Fremde killen, um hier reinzukommen. Und jetzt träumt sie noch manchmal davon, wie sie in den Träumen auftauchen.
Das ist ein wunderschönes Gefühl. Alles klar. Wo bin ich hier gelandet, Mann? Was ist das hier? Was zum Teufel, Mann? Okay, was gibt's hier? Coins. Aber ich bin echt stolz auf mich, dass ich das Jump'n'Run gerade im ersten Try geschafft habe. Das ist gut. Okay, wo geht's denn hier hin? In die Bücherei. Aber ich glaube, Leute, das war's für den Part. Ich weiß nicht genau, wie lange er ist. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Aber er müsste hier vorbei sein. Und wenn nicht, dann ist er hier jetzt vorbei. Ich bin mal fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei JoJo's Incredible Adventure. Haut rein.